Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück in Alexandria. Wie versprochen, so, wir werden jetzt hier ein bisschen questen in dem Gebiet und die erste Quest wäre schon hier in der Nähe, 42 Meter von mir. Und da werden wir doch jetzt mal hinschauen, was uns dort erwartet. Aber erst springen wir mal am Pool hier. So wenige Geschwister kommen in die Tempel. Wo sind meine Brüder und Schwestern? Wie traurig, so, schauen wir doch mal. So zu sehen. Großer Serapis, bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Okay, müssen wir den Trommler zurückholen? Mein Trommler ist im Kibotos-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Okay, schauen wir doch mal. So weit ist es ja nicht weg, 260 Meter. Der Fallschaden ist wirklich real. Heftig. Tut weh. Was? Wie bitte? So, rufen wir doch mal Senu. Wo wird denn der jetzt hier sein? Okay, da haben wir das Ziel doch schon. In so einem kleinen Hinterhof drin. Achtung, Fäkal ist es in der Nähe. Wo denn? Oh, da muss ich aufpassen. Das ist bloß eine Straße weiter. Aber das ist Gott sei Dank nicht in meine Richtung. Es sind praktisch so Kopfgeldjäger, die sind aber schon Stufe 20, die werde ich nicht, noch nicht schaffen. An die wir später mal rantrauen, wenn wir ein bisschen höher sind vom Level. Drei Questen war noch ein bisschen. Gehen wir mal hier rum. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich sehe noch keine Wachen, die sind erst unten, okay. Unten wir auch schon den, was wir befreien müssen. Kann ich jetzt schon stoppen hier? Schätzen wir natürlich gleich mit, den haben wir schon. Hauptmann und Kommandanten müssen wir töten. Okay, wo sind die? Du, ja, Großer! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Mädchen! Ja, das ist schon Mädchen.
Mit ihn tragen oder was? Muss erstmal die Leute hier killen? Bevor ich hier irgendjemand raustrage? Hey, was? Ich hab das Ziel in Sicht! Was? Verdammte Flammen! Oh, was ist denn? Ich bin verbrannt! Alter Schwede. Jetzt hätte ich ihn aber schon gehabt, Mage. Okay. Jetzt sind wir wieder ewig weit drin, oder? Diese Zone ist tabu. Ja, aber nicht für mich. Für mich ist nichts tabu. Nichts. Okay, vorher sind wir von dort gekommen. Kann man das anzünden? Hey, was? Das war's! Du kannst nicht fliehen! Bastard! Hey, was? Da bist du! Was? Du hättest nicht herkommen sollen! Du darfst nicht hier sein! Komm, ruf hier. Ich werde dich. Oder auch nicht. So, jetzt würde ich gerne. Okay, der ist doch schon down dort hinten. Dann gehen wir hier lang. Können wir die anlocken, dass die hochkommen? Das geht nicht. Ich sammle die Truppen. Kommt hier noch einer hoch? Boah. Was? Stirb, du Wurm! Hey, was? Die Eingeweide raus! Stirb! Die harte Tour, Bachi. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Ausdrucken. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Ah, hier können wir Pfeile auffüllen, sehr gut. Oh, ist hier schon voll.
Hey! Du hältst nicht. Lange durch. Bauer! Na, komm doch. Geben wir aber auch nicht auf hier. Nein! Nein! Einfach bipsch! Mann! Das waren einfach zu viele jetzt. Okay, aber das Lager müsste eh schon fast geräumt sein. Oder doch nicht? Halt! Bleib stehen! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Da!
möchte ich leiden. Bastard, du entkommst uns nicht. Da bist du ja. Sie hat jetzt hier auch keinen Ausgang oder so. Meldung! Bisher nicht. Du siehst aus wie jemand. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Kann ich die Leiter hoch hier? Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt den Gerber teuer zu stehen. Na klar, dass ich da wieder nicht Deine hochkomme. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Kann ich ihn ablegen? Da bist du ja. Wo muss ich da hin mit dem? Kann ich nicht auf so ein Schiff rauf? Ah, okay. Schauen wir mal, ob ich das Ding hier fahren kann. Und dann fahren wir das Ding nochmal weg hier. Okay, sprich mit dem Trommler. Was meinst du, was ich tun könnte? Die Waren Diebe finden natürlich. Bring das Feld zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg. Und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das... Ja, ganz schön fit jetzt auf einmal. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Okay, das Fell ist hier irgendwo. Dann porten wir gleich mal hierher. Boah, schwierige Geburt, aber es ging trotzdem. So, gucken wir doch mal. Sind wir nicht weit weg? Alles klar.
mach ich den? Falsch Knopf, Mensch. Oh, da kriegt mir noch. Nun ist Reddit. So. Kann man den nicht gleich per Attentat erledigen? Der Gerber hat uns belogen. Das Fell ist wertlos. Du kennst die Griechen. Wenigstens war es einfach, ihn zu bestehlen. So viele Fälle. Alles ist besser als Fischen. Hey, ich spreng dich um! Der Neff ist tot! Helf mir mal hier drüben! Einer legt sich. Boom. Vamps. Okay, hätten wir das schon. Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Dann kehren wir doch mal zum Priester jetzt zurück. Schauen wir uns das erst an, vielleicht eine schöne Belohnung für uns. Viertel. Der Mann ist ein Dieb. Friede, Theon. Er sagte, so. Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Was? Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. 800 EP. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es hier in Alexandria weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid und mich hier ein bisschen unterstützt. So, dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.